Hast du schon mal einen Dreier gehabt? Aber dann wird nee, hast du schon mal einen Dreier gehabt? Nein. Sammy, hast du schon mal einen Dreier gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte mal einen Mercedes. Ja. BMW habe ich nie gefahren. Entschuldigung. Habe ich nicht verstanden. Das Wandern ist der Müll, das Lust, das Wandern. Geh doch nochmal aus dem Bild, dann haben wir da nochmal einen Abschluss. Ich möchte jetzt aber im Bild bleiben. Ach so, ja, okay. Ich möchte viel Screentime haben. Ich bin jetzt im Bild. Bin ich froh, dass du sowas Leuchtendes anhast. Erkennst, damit du mich nicht verlierst in den großen Laden, in den wir jetzt gehen. Ich würde dich in der Nacht auf 1000 Kilometer. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Hast du geguckt, nachgeguckt? 10 Jahre? Das finde ich unheimlich. Und warum sind diese 10 Jahre an diesem Körper deutlich erkennbar und an diesem nicht? Das ist sehr nett. Genau so macht man es. Ja. So macht man es im Business, wenn es direkt gut losgeht. Ja, aber ich finde es wirklich. Ich wollte gerade sagen, dir wehen ja die Haare auch nicht in die Augen, aber das tun sie doch, ne? Also ganz kurz davor, ja. Man hat immer so drei, die denn so... Aber ich finde, es hat was Wildes und irgendwie auch Cooles. Ja, so ein bisschen lasse ich die immer so. Ich habe aber immer eine Mütze dabei, damit, wenn es zu arg ist, damit man das dann drunter verstecken kann. Ach wirklich? Hast du ein Haarproblem denn? Hä? Nö. Und noch sind die ja da. Ja, wunderbar. Oder eine hohe Stirn. Das finde ich ja auch nicht so schön, wenn man so eine Linealkante hat. Oder so ein Mikropony. Mikropony ist auch schlimm. Was war die schlimmste Frisur, die du jemals hattest? Dauerwelle mit 17 und zwar Schamhaarkrause. Schamhaarkrause war mein Spitzname von dir. Du siehst schön aus. Kennst du? Finde ich wirklich. Du siehst wirklich schön aus. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dich sehe. Sag mal, jetzt, du kriegst jetzt gleich einen Ton, damit man dich noch besser hört. Und dann musst du mir sagen, warum wir hier sind, weil ich glaube, ich weiß, das Wandern ist der Müllerslust, heißt es ja im Volksmunde. Ich glaube aber wirklich, also nicht im Geringsten, und ich müsste mich so irren. Meine ganze Menschenkenntnis würde ich über Bord werfen, wenn du eine Wandererin oder eine Outdoor... Null. So, null. Gott sei Dank. Interessiert mich null, aber der Mann meiner Freundin wird 60 und hat Geburtstag und mir fällt immer nichts ein, weil die sind so Outdoor. Freaks. Mhm. Und ich finde, dass wir heute, weil ich brauche jetzt ein Geschenk, und vielleicht gibt es neuen Shit, weil ich mich null dafür interessiere, den uns jemand zeigt. Weißt du, ob da jemand ist, den wir fragen dürfen? Hundertprozentig kann man hier Shit kaufen. Und danach gehen wir in diesen Outdoor-Laden und holen noch ein Geschenk. Wolltest du mir gerade die Hand? Nein, ich wollte eigentlich so machen und dachte, lieber nicht. Doch, das darfst du. Wirklich, ich bin da ganz unempfindlich. Das ist auch nicht schlecht, wenn du rückwärts klaust. Ja, oder? Der Freund deiner Freundin. Ja. Was ist denn das für ein Typ? Ja, also kein ich sag mal so, Typ, der diese Größen ansieht. Wenn er ist er ein Typ? Sippbare Beinkleider. Ja, ich finde die ja gar nicht. Es wird sich immer viel aufgeregt, ne, über diese Hosen, die so viel können. Die man, ich nenne sie mal offen, 7/19 Kameramann-Hosen. Also Kameramann haben ja oft bis da. Ja, die gibt es eigentlich nicht. Das sind ja 3/4, sagst du, aber wenn man nicht 1,80 groß ist, sind es halt schnell auch 12/19-Hosen. Und da muss man schon immer ein bisschen lachen. Ja. Das macht ein bisschen Sinn, damit es frisch wird an den Eiern, würde ich sagen, oder nicht? Das finde ich macht ja Sinn, sie so kurz zu machen. Aber da kann man dann nicht sagen, nimm eine kurze Hose oder nimm eine lange Hose, aber nimm doch nicht aber so eine Hose. Aber so hat ja Frank hat dann halt 2 in 1. Also er kann ja, das ist ja die Winterversion. Und wenn es kühl wird oder die Mücken kommen und das ist dann... Also ist es sozusagen effektiv gekauft, also sparsam? Und würdest du sowas nicht? Ich habe da ein ästhetisches Problem mit. Ich muss auch wirklich sagen, wenn ich jemanden sehe, der an der U-Bahn-Haltestelle anfängt, sein Hosenbein abzusippen, da kommt in mir so eine kleine Form von Verachtung. Ich schäme mich dann auch ganz arg dafür und ich schmecke Magensäure. Okay. Also ich glaube, wenn du da unten ein bisschen aufziehst und lüftest, dann zieht dir das... dann bringt dir das ein bisschen Erlösung, kann ich mir vorstellen. Okay, das ist auch der Grund, warum ich meistens Hosen trage, die so ein bisschen zu kurz sind. Ja. Wegen der Erlösung. Ich denke ja immer, warum?
Nee, warum eigentlich immer? Weil ich sage, okay, aber es tut ja fürs Bein nicht so viel. Es verändert ja die Proportionen so. Das macht die Beine kürzer, ne? Mhm. Nicht gut? Mach nicht machen? Mhm. Ich sollte mir vielleicht hier noch was dran sippen. Und es hat leider immer, wenn man nicht gerade in London lebt und so durchgestylt ist, dass man sagt, boah, der hat's raus. Und der heißt Pete Doherty, hat eine Drogenvergangenheit und der darf die kurze Hose anziehen. Es hat immer ein bisschen was Schuljunge. Und wenn du jetzt einfach nur mal mit der Kamera runtergehst, die Schuhe, die Strümpfe und die Hose bis zum Knie nimmst, hat die kurze Hose immer sowas wie, Mama, kann ich noch eine Pommes haben? Mama, kann ich noch eine Pommes haben? Ja, das stört mich daran ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich hätte jetzt nichts gegen eine Pommes. Das ist ja im Moment, wenn der Buckethead. Das ist der Buckethead, den ich jetzt in verschiedenen. Ja, du, bei dir sitzt der top. Und wenn du jetzt dich bücken würdest, fällt der weg, fällt der runter? Nee, ist gut. Aber dir stehen sie. Ich mag mal, du sollst jetzt nicht den Deputy of Dodge City machen. Mach noch mal mit runter, nicht hoch. Nee. Ja, aber der tut nichts für dich, würde Guido, glaube ich, jetzt sagen. Praktisch, man kann den. Ja. Man kann den hier so hochklemmen, weil das einfach sehr gut ist. Oder so? Ja. Das ja. ist hier. Soll ich den kaufen? Ja. Kaufst du mir den? Aber dann noch eine Pommes dazu, oder? Ja. Zieh mir die Hose aber auch noch mal richtig hoch. So, warte. Ja, aber ich meine, das hat ja was von. Ich glaube, das war keine gute Idee. Little Britain, würde ich sagen. Mama, mach mal weg. Ich mach weg. Ja. Hast du einen großen Kopf? Ja. Okay. Einen sehr großen Kopf. Aber also, da finde ich jetzt mal ganz ehrlich, auch noch mal Frage ans Team. Das steht dir doch bisher am besten. Wir haben einen einzigen Helm anprobiert. Nein, wir haben aber die Mützen ausprobiert. Ach, das, du meinst, Also den würde ich mir freizeitmäßig überlegen. Stadtmütze. Ja, oder? Ja. Guck doch noch mal rein. Das ist auch vertrauenserweckend, wenn ich einfach überall mit dem Helm rumlaufe. Und dann kann auch nichts passieren, wenn man zum Beispiel, man kennt das ja, ne? Man ist so konzentriert Gold steht dir. Aufs Handy. Mhm. So, dann läuft man hier so rum und dann. So. Oh. Das ich generell für alle Menschen gut. Voll zum gut. Buckel, den du ja bald kriegst ja. und deinen außergewöhnlich breiten Daumen, kommt auch einfach der Helm oder drauf. Kannst du ja, das ist doch schön. Fahrrad ist gerade im Moment, wo ich es da gerade stehen sehe, der neueste Shit. Ne? Hast du ein E-Bike? Es gibt schon sehr lange Fahrräder. Ja, aber E-Bike ist, glaube ich, gerade der. Ist das ein E-Bike? Sieht man das? Das weiß ich nicht. Woran sieht man das eigentlich? Haben die so einen kleinen Motor irgendwo? Aber das ist Hamburg-Barmbek. Selbst das Fahrrad im Laden in der Ausstellungsfläche ist abgeschlossen. Aber deswegen, so muss man drauf sein. Ja. Guck dir das mal an, was du da alles drauf machen kannst. Da bin ich ja, ich liebe ja Fahrradfahren. Ich finde es toll. Hast du ein Fahrrad? Nee, ich hatte mal ein Fahrrad, dann hatte ich wieder ein Fahrrad. Beide geklaut, direkt relativ am Anfang. Beide Fahrräder teuer und gesagt, okay, ist halt nicht meins. Wenn ich ganz ehrlich bin und du mich noch fragen würdest heute, wofür ich das meiste Geld ausgebe. Wofür gibst du euch das meiste Geld aus? Ich glaube, für Taxifahren. Damit unterstützt man aber auch eine Branche. Ja, fand ich auch. Ja. Man unterstützt eine Branche. Ich kann es ja auch absetzen. Ich kann wenig absetzen, aber das kann ich absetzen. Bitte sag nicht so oft absetzen in meiner Gegenwart. Und, warum nicht? Das triggert mich. Wollen wir uns da einmal ganz kurz, weil mich würde das mal interessieren. Hallo. Hallo. Mich mal interessieren, ist das denn, ja, das sind doch diese Stand-Up-Dinger, Paddleboards, ne? Das ist ein Stand-Up. Also es ist sehr wackelig, ich habe es gemacht. Ich glaube, wir haben gedreht in, oh, hört sich das super an. Ich glaube, wir drehten seinerzeit in Stockholm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wir sind raus, ich bin auch total reingefallen, hat uns wieder ein Mikro gekostet, leider. Habe ich aber auch weggelassen, weil ich sagte, ich will nicht jedes Mal ins Wasser fallen, weil ich so dumm bin. Und es ist wirklich wackelig, finde ich. Man muss es ein bisschen können. Das Gewässer, wenn es schön ruhig ist, macht es mehr Spaß. Irgendwann habe ich nur noch gesessen, Beine links und rechts raushängen lassen. Das, dann ist es natürlich, da kommen wir dann. Ja, das ist darf man das? Anstrengend. Was, das dürfen wir doch nicht. Hast du gefragt? Natürlich, ob ich kann, aber dürfen tun wir. Ist das ein, wirklich? Echt? Ach, das ist Bjarne übrigens. Ach so. Ach, Bjarne, Mond. Ja, Bjarne, danke. Ja, danke, das war sehr nett. Achtung, die Quelle. Achtung, oh mein Gott. Ich setze mich jetzt schon mal Bein rechts, links drüber, wobei mir das, glaube ich, zum Beinebreit machen und hängen lassen zu groß wäre. Das ist relativ breit und dafür aber dann kippstabil. Das heißt, jetzt geht man, bleibt mal oben bitte mit dem. Also man hätte so. Fall nicht ins Wasser. Okay, ja. Übrigens, da geht's eine Treppe runter. Es würde gehen, aber es ist schon.
Ja. Ist also schon das, mächtig. Das geht, ist das jetzt mal blöde Frage? Männerport? Gibt es Männer- und Frauengrößen? Kann man doch nicht. Nee, das würde ich so nicht sagen. Das ist, hat eine ganz also die Form und die Größe vom Board hat ganz viel damit zu tun, wie weit man damit fahren möchte und wie viel Gewicht darauf gehört. Oh, ja. Also das heißt, zum einen, umso länger das Board ist, umso besser fährt es geradeaus. Zum anderen, umso breiter das Board ist, umso weniger leicht gibt es um. Wir brauchen beides. Das heißt, lang und breit. Man braucht tendenziell, wenn man lange und viel unterwegs ist, ein langes und breites Board. Ich suche ja ein Hobby. Und man könnte. Hast du auch? Ja, ich habe kein Hobby. Ich auch nicht. Ich wollte nämlich eben sagen, interessant ist, dass du von einem Erlebnis erzählst, das du während eines Drehs erlebt hast. Und das stelle ich auch immer mehr fest. Die interessantesten Dinge erlebe ich während Drehs. Das ist eigentlich gar kein gutes Zeichen. Ja, aber deswegen drehe ich ja so gerne. Ja. Vor allem das Reisen habe ich so gerne gedreht, weil man so Sachen macht, die man privat nie machen würde. Genau. Aber ich fand Reiten auf Island-Ponys fand ich super, Island-Pferde. Habe ich auch schon in Island. Ja, fand ich super. Habe ich gedacht, das muss mein Hobby werden. Vorher noch schön unterm Geysir stehen, schön nach Schwefel stinken und dann rauf aufs Pferd. Nach Schwefel stinken kann ich auch so. Gerade nicht, aber gib mir noch ein paar Minuten. Okay. Und das hier habe ich mal gemacht und fand das auch gut. Aber es hat sich ja so weiterentwickelt, sehe ich gerade, mit Luft rauslassen und so. Ja, schon ganz gut. Genau. Und dann okay. Kann man fragen, darf man fragen, was kostet so ein Brett und so ein Ding? Nee, darf man nicht fragen, Ina. Ach so. Oh, oh. Wie hast du das denn eben gemacht? Du bist tatsächlich jemand, der so Sachen reparieren kann. Ja, hat aber auch damit zu tun, dass ich das immer schon mache. Weil ich hatte ja nie die klassische Mama, Papa, Kind oder sowas zu Hause. Sondern ich musste ja immer gucken, rufe ich jetzt einen Handwerker an oder probiere ich selber. Und es wird bei mir viel geklebt. Geklebt und gesägt und so halb gut. Also bisschen geklebt. Gebohrt. Aber es ist da, wo man nicht kleben sollte. Also so, ja. Wo man eigentlich mit. Oder wo man beim Kleben sagt, ah, das hätte eigentlich gebohrt werden müssen und so. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt nicht. So ein Regal an die Wand. Ich habe für alles eine Lösung. Ich habe abgesägte Besenstiele da und so, die super funktionieren für so Sachen. Aber ich habe, also wenn zum Beispiel, ich habe so eine Fensterbank, auf der man sitzt, ne, sind so Sitzkissen drauf, Fensterbank. Schön. Und wenn die so ein bisschen locker ist, dann gehe ich halt zu Butni, kaufe mir einen Holzbesenstiel, säge den auf Gärung, weil ich das Wort Gärung so liebe. Ich weiß, das Wort Gärung passt nicht ab. Und stell den gleichfarben wie dieses Regal drunter. Dann mache ich es noch für die Optik auch bei der anderen Fensterbank und es bleibt dann die nächsten 10 Jahre. Aber das ist doch. Aber das klebst du dann, weil wenn das einmal wird so. Wird drunter geschoben. Da ist Spannung ja dann drauf. Es wird unter diese Fensterbank geschoben. Also du vertraust der Physik dann sozusagen. Wem soll man denn sonst vertrauen? Ja, lieben Gott. Wem kann man denn noch vertrauen heutzutage? Frauen, das ist doch schön. Hier, was? Hier gibt's Frauen? Nein, aber das Schild finde ich irgendwie schön. Das wäre zum Beispiel, was würde ich im Hotel jetzt klauen. Wirklich? Weil sich's drauf reimt? Nee, weil ich das bei mir im Regal ganz oben, und das werde ich gleich fragen, wenn wir weggehen. Ja, ob weil du ich das gerne kannst? Einfach oben ins Regal stellen würde, in mein weißes, mein Gästeklo, und da würde einfach Frauen draufstehen. Und was ist, wenn du einen Mann zu Besuch hast und der muss mal? Ach, es wäre denen ja egal. Das ist ja einfach nur ein Gimmick. Ah, sieht man das ja, dass es ein Gimmick ist? Ja. Und ich finde die Farbe sehr schön und ich finde, das passt in unsere Zeit. Entschuldigen Sie, kann man das hier käuflich erwerben? Nein. Können Sie uns das schenken? Nein. Können Sie das Ina Müller schenken? Nein. Danke. So, dann hat sich das erledigt. Ja, das wird. Dann fragen wir dasselbe noch mal wegen Männer. Männer okay. Geht ja auch. Aber. Nein, Männer möchte ich nicht. Nein. Aber träumst du von sowas? Ja. Träumst du von so einem Outdoor-Leben mit also nicht Outdoor Frau, drei Kinder nö. Oder Mann, vier Kinder? Drei Frauen. Drei Frauen, ein Entschuldigung. Entschuldigung. So. Drei Frauen, kein Kind oder sowas. So. Aber die Landschaft, ja, dass man einen Wald vor der Tür hat. Stellst du dir manchmal vor, wie es denn im November ist, wenn mal gar keiner da ist? Und es ist 19 Uhr und hinten hörst du so. Und du bist alleine zu Hause. Ja, genau. Welch? Genau. Und es ist kalt und es ist die ganze Romantik ist weg. Im Moment ist mein Haus eingerüstet. Und es heißt, passt auf, wenn ein Haus eingerüstet ist, kommen die Diebe, also die Einbrecher. Und ich habe jetzt so MacGyver-mäßig
Sachen aufgebaut, die alle umfallen und ganz laut sind. Oh Gott, ich erzähle das alles. Wann strahlen wir aus? Weißt du, mach doch so. Ist das Gerüst hast du Kevin allein zu Hause gesehen? Ja, so habe ich es jetzt gemacht. Mach dir, das habe ich alles so Pappaufsteller, die sich so bewegen. So, es geht viel besser. Es gibt eine Lampe, die steckst du rein und da läuft immer ein Mensch, der Schatten. Kennst du die nicht? Da läuft immer der Schatten an der Wand lang. Ja. Guck dir Kevin allein zu Hause auch mal an. Da gibt es ganz viele Tipps zur Einbrecherprävention. Aber ich finde das super. Also kleine Fallen, die mich auch wecken. Kauf dir Superkleber, der nur mit Kontakt klebt. Und den machst du dann auf den Boden. Und sobald der Einbrecher in das Fenster reinsteigt, will er... Und dann kommst du und dann klebt der da. Also wenn der das Fenster aufmacht, liegen da Kissen und dann stehen die ganzen Ölflaschen und die großen Pfefferstreuer. So, wenn das Fenster aufgeht, knallt das alles nach und nach auf den Holzfußboden. Und das muss so laut sein bei allen Fenstern. Was ist denn Dryback? Kann man da wahrscheinlich reinscheißen oder so? Also wirklich, die Wissenschaft ist schon so weit inzwischen. Der ist ja schön. Wo macht man das denn hin? Jane, ist das auch ein Dreisack? Ist das nicht dieser Kultursender? Aber wie ich Dreisack, ne? Das sind auch Dreisack? Dreisack. Entschuldige bitte. Du bist so ein Blödmann, ey. Der ist aber wirklich ganz gut. Wenn du denn mit deinem Helm gegen die Leute läufst, die können doch was so machen. Das mit beiden Helm anhaben und das kann nichts mehr passieren. Aber das wäre ein schönes Spiel. Es wäre so eine friedliche Welt. Das ist ein schönes Spiel. Das ist so eine friedliche Welt. Das ist ganz gut. Und du hast... Und dazu einen Helm haben wir eine neue Sportart. Voll gut. Und zwar, wie kriege ich es hin, dass du möglichst weit wieder nach hinten schleuderst und ich auch? Ich habe so Angst, dass ich dir wehtue. Aber dein Sack ist größer. Ist ein bisschen das Vorteil stimmt. Für dich. Und dieses Ding hier auch. Ja, komm. 3, 2, 1. Du hast sowas von gewonnen. Ja, du. Du hast sowas von gewonnen. Hast du mir in die Karten gespielt? Machen wir die gerade kaputt eigentlich? Ja. Dann hören wir jetzt mal auf. Helfen. Ja, unbedingt. Semi. Na, wer bist du? Ich bin Sammy. Arbeite hier. Ich bin Ina. Ah, freut mich sehr. Ich bin großer Fan. Ich bin Pierre. Hallo. Ja, dankeschön. Ist ein guter Job? Hervorragend. Jetzt musst du mir noch mal was sagen oder uns mal was sagen, Sammy. Mein Kumpel, würde ich sagen, der Ehemann meiner Freundin, Frank, wird 60 und ist ein Nerd, ein Outdoor-Nerd. Und die haben vieles. Ja. Was glaubst du an allen geilen Shit, den ihr hier habt? Was kann Frank vielleicht noch nicht haben, aber gut gebrauchen? Und jetzt sehe ich gerade sowas. Äxte. Ja. Aber die machen manchmal Lagerfeuer. Ja, perfekt. Die sind sehr scharf, die Äxte. Ja. Und wir haben ganz viele. Ist die Mülle aber auch. Passt gut zusammen. Ja, hervorragend. Ein Ensemble. Aber was ich sage, da bin ich zurückhalten. Ja, also wir hatten hier einen. Achtung! Na, echt nicht, wirklich. Also, mach das nicht! Wir hatten hier so einen Bibelforscher, der hatte vorher im Baumarkt so Äxte getestet. Und manche haben so diese unsägliche Angewohnheit, mit dem Daumen so rüber zu gehen, um die Schärfe zu testen. Das ist dumm. Das hat er hier auch mit der gemacht und hatte gleich zwei Daumen an einer Hand. Und dann fiel er uns hier am Tresen in Ohnmacht, blutete wie ein angestochenes Schwein. Wirklich? Aber so doof muss man ja auch erstmal sein. Ja, was war der vom Beruf? Weiß ich nicht, aber der Tierarzt sagt ja, für jeden Hund gibt es eine Zecke. Ne? Jeden Morgen steht einer auf. Und das darfst du mit denen halt wirklich, die sind wirklich sehr, sehr scharf. Den nehme ich mit in den Tag. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Den liebe ich. Sammy, du bist super. Ja. Sehr wirklich. Gut. Guck mal, man kann vor allen Dingen, ihr könntet hier ein kleines Probebord machen. Mach das auch nicht, jetzt hast du gerade eine Sachbeschädigung. Das ist, jetzt musst du das Regal kaufen. Jetzt musst du leider alles, was in dem... Aber da sind ganz tolle Sachen drin. Alles, was in dem Regal... Ich glaube, unser Architekt kriegt gerade Schnappatmung. Darf ich dir das mal dabei ein bisschen behilflich sein? Ja, ich mach's falsch, glaube ich. Das, so krass möchte ich das nicht formulieren, aber generell... War es nicht richtig. Nicht ganz richtig. Mhm. Also so rum und dann hier den Riemen hier hinter durch. Ja, wie neu. Ja, ich kümmere mich dabei. Ja, sehr gut. So, und hier den Druckknopf zu. Und mich wundert, dass hier nicht schon 1000 Dinger drin sind. Ja, mich ehrlich gesagt. Ja. Wir hatten tatsächlich mal eine Zeit an so einen Hauklotz, wo die Leute testen konnten. Und da haben die kleinen Kinder dran gestanden. Ja, das nicht so, aber selbst die Erwachsenen sind häufig... Häufig gibt es Erwachsene, die hatten als Kind nie Möglichkeit, so ein Ding zu haben. Und für die haben solche Teile einen unwahrscheinlichen Nimbus. Und die sind dann schon so aufgeregt, wenn sie mit dem Ding hantieren, dass du schon von 5 rückwärts zählen kannst. Bei 3 haben sich meistens schon geschnitten. Deswegen, da musst du so deswegen ein paar haben wir das eingestellt. Dass die so scharf sind, da kannst du ja dein Kotelett mit zerschneiden. Ja, absolut. Kannst absolut. Erst das Rind erlegen. Da kannst du dich mit rasieren mit den Dingern. Also ich ja, weiß wirklich. Nicht. Ja, aber es macht ja nicht so richtig Sinn. Wobei, naja, doch. Du musst Wohnung? Halt. Also, du musst da nicht so, also scharfes Werkzeug, nee, mach es nicht. Ich nur einmal so drüber. Mach es nicht. Er sagt ja, was machst du denn da? Rasieren heißt die, nimm mir das aus der Hand.
Wir gehen da jetzt weg. Was bist du denn für eine Pussy? Du machst dir weh und dann muss ich hier Finger aufsammeln. Wir noch mal ein bisschen Krippen. Ja, viele leiden ja auch unter Eisenmangel, das ist dann auch erledigt. Ich hätte sonst wahrscheinlich noch einen Feuerstarter vorgeschlagen zum Zündeln. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, ihr jetzt noch irgendwas in die Hand zu geben, was Feuer macht. Hier halt relativ aggressive Funken. Das brauche ich doch zu Hause auch. Eigentlich braucht das jeder. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Niemand braucht das. Mach nochmal. Und? Nicht so schnell und hektisch. Doch, das ist schon gut, aber ein bisschen mehr Druck. Nee, guck mal, Druck. Wenn du... Druck. Ja, der Onkel zeigt nochmal einmal ganz kurz. Hat jemand ein Feuerzeug? Nee, soll ich mal? Oh, brennt schon, oder? Eben ich freue mich schon, wenn diese Sprenkel angehen, weil es ist ganz schön heiß. Sorry, aber ich brauch's doch nicht. Nee? Also da bin ich ja, bevor ich mir den Wein einschenke, habe ich ja schon so schlechte Laune. Normalerweise gehst du hier zwei, dreimal rein und... Wieso kannst du das einfach so? Ja, ich habe das noch nie gemacht. Was ist das denn jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Bevor hier... Dann, ja, ja, alles da, hast du gesehen, mit seiner flachen Hand hat er das Feuer ausgemacht. Das ist nicht heiß. Feuer ist nie heiß. Nein. Ich habe Snacks. Ist doch, die Grillsaison ist doch eröffnet. Da kann man hier grillen. Oder Heuschrecken. Hast du das schon? Da beißt man doch nicht. Jetzt mal doch, ganz da beißt ehrlich. Man in die Heuschrecke rein. Das will ich probieren. Das probieren wir. Das ist unser Snack. Das ist total komm an. Doch, das ist gut. Du machst so viel Sport. Da sind Proteine drin. Ich mache viel Sport. Ja, bestimmt, oder? Du siehst so aus. Du bist voll sportlich, oder? Bist du nicht sportlich? Da bist du voll sportlich. Ist das hier macht man aufs Dach vom Auto. Richtig, oder? Genau. Ach, muss. Ah, okay. Kann man da rein? Ja, oder kracht das zusammen? Aber das ist doch wirklich. Das ist zum Beispiel neuer Shit. Das ist aber gut. Ich sehe schon, das klappt man runter. Das gehört wie so ein Sarg. Genau, ist das ein bisschen. Läuft mir auf so zwei Scherenfedern. Ist aber gemütlich. Siehst du, dass das hier der Deckel ist und hier unten die Dings hier das? Komm! Nicht so schlecht. Ja. Kommst du? Schaffst du? Also, wie soll ich sagen? Da waren schon andere Leute vor mir drin. Das ist mir unangenehm. Hier, du kriegst auch das Kissen. Kriegst auch das Kissen. Das ist mit Folie überzogen. Da kann nichts passieren. Bis später. Magst du auch noch mit rein, Sammy? Ich würde kurz draußen warten. Sammy, wir schaffen das aber, glaube ich, wenn du noch mit reinkommst. Guck mal, oh ja, sehr gerne. Rück noch mal rüber und komm du noch mit rein. Wir wollen ja hier mit dir weiter reden. Was richtig blöd ist, wenn du pennst hier und jemand klaut dir das Auto. Ja, das stimmt. Ja. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das sollte nicht passieren. Also ich finde das aber echt attraktiv. Ich hatte zu Anfang tatsächlich, man hat ja eine Leiter dran, da ist so eine kleine Teleskopleiter dabei. Und ich hatte zu Anfang immer Muffel, weil das wäre das Erste, was ich früher als Bubi gemacht hätte, wenn ich so ein Zelt irgendwo sehe, dass ich die Leiter klaue. Ne? Das reicht ja auch schon. Aber das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Ne? Sehr schöne Anregung. Also liebe Kinder. Also ich finde es eigentlich sehr gemütlich. Ganz schläft sich wirklich super. Also wirklich, wenn du aufstehst, ganz weich hier oben, dass du dir nicht direkt schon die. Aber das ist ja eh kein Problem, weil wir haben ja Helme an, wenn wir das machen. Stimmt. Und diese Taschen um. Also eigentlich. Dreiers, ja. So. Also hätte ich Interesse am Campen, wäre das meine Variante, glaube ich. Das ist wirklich sehr gut. Und du kannst im Wagen alles liegen lassen, wie es ist. Du kurbelst einfach hoch und gehst in den Westflügel. Und da ist wahrscheinlich noch ein Fenster, oder? Da ist noch ein Fenster, genau. Und vor allem brauchst du nicht so. Hier ist ein Fenster. Du brauchst keinen Campingbus, das ist gut. Hier ist normalerweise eine kleine LED-Lampe auch noch dran. Ey, kommt keine Mücke rein, die kannst du erleben. Nee, absolut dicht. Also das ist ja wirklich geiler Shit. Also die sind da wirklich weit, ne? Die sind weit, ja. Wahnsinn. Wobei das ist jetzt auch eins der besten, was man sich kaufen kann, muss man was sagen. Was kostet das? Ui. Ich immer, ne? Mir fällt auf, dass ich immer frage, was kostet das? Und du fragst das nie, Per. Das ist wie viel? 3.500. Ui. Also. Geht doch. Das ist natürlich auch zwei Wochen in einem sehr guten Hotel, ne? Aber wer will schon in ein sehr gutes Hotel, wenn er hier auf seinem eigenen Auto schlafen kann? Ich glaube, wenn wir wirklich mal so einen Abend im Norwegian Wood hätten, im norwegischen Wald hätten, ne? Hätten wir, glaube ich, wirklich Spaß. Das kann ich auch vorstellen. Ich glaube das auch. Und wer von uns würde als Erster in Panik geraten? Und wen würden wir als Erstes essen, wenn uns die Nahrungsmittel ausgehen? Ich glaube, wir würden effektiv denken und sagen, wer ist der Älteste? Wie alt bist du? 57. Ah, oh, wir sind gleich alt. Geil, ich würde euch essen. Aber wir können schnick, schnack, schnuck. So, erstmal gucken. Oder Mobbing 2.0. Erstmal freiwillige Basis. Und würden wer würde jetzt sich mal nicht sagen, Sami, lass uns den Jungen nehmen, der ist nicht so zäh. Das wäre jagdlich tatsächlich die Herangehensweise. Würde ich auch sagen. Ich? Er ist nicht, immer, an mir ist am wenigsten dran. Er ist nicht so dick wie Sammy und ich. Da ist viel Muskel, gutes Fleisch, Muskelfleisch jeder dran. Steak
Liebhaber sagt ja, intramuskuläres Fett ist gut. Ja, 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 da muss ein bisschen mehr Fett. Ich bin überhaupt nicht. Und ich will jetzt hier raus. Ich will hier raus. Ich will vorher noch in der Abteilung, wo es die Äxte gibt, vorbei. Reine Self-Defense. Geht's? Ja. Süß. Also das ist schon wirklich toll. Das ist ja so ein bisschen wie schon mal im Sarg liegen ausprobieren. Guck mal, dieser Unterteil, der Oberteil, das wird runtergeklappt. Jetzt weiß ich auch, was das... weniger Kopffreiheit. Ja, das glaube ich auch. Wisst ihr, was ich vor allen Dingen... Jetzt weiß ich, was das auf den Autodächern ist. Ich dachte da immer, da sind so Schiffsachen drin. Ich dachte immer, das ist ein Boot drin oder so. Ein Surfbrett. Genau, Schiffsachen. Jetzt wissen wir aber, was das ist. Da sind also so Zelte drin. Also, ich bin Fan. Ebenso. Vor allem von dir, Sammy. Ja, aber vor allem von dir. Ja, man hat so selten Leute, die so mitgehen. Voll gut. Die witzig sind, die einen guten Humor haben und die Bock haben. Alle. Also wir sind eigentlich relativ... Ja, das merke ich schon. Wieso? Was für ein beschissenes Timing haben wir eigentlich? Wieso ist denn jetzt... Eben war noch super Wetter. Ina, was ich hab gesagt, ich bestelle uns mal was Spannendes. Was ist das denn? Ach, die Scheiße. Was machen wir jetzt? Auf Schiff. Wir kaufen dieses Stand-Up-Paddle. Wir gehen aufs Schiff. Sehr gute Idee. Bei Gewitter aufs Schiff. Oh, es blitzt. Na gut. Er tut's. Wir waren doch in einem Outdoor-Laden. Crap. Sobald es Sommer ist, stinkt die ganze Gegend hier nach Schwefelfurz. Ist wirklich. Ist über uns eine Drohne, sagt bitte ja. Hier ist gerade eine Drohne über uns drüber geflogen. Halten Sie das Schiff auf! Würdest du den Dschungel? Das ist so einfach. Süß. Ich mag's. Möchtest du mal eine Heuschrecke? Die heißen nämlich deswegen so, weil man sich so erschrickt. Also. Das war der erste Teil. Der. Kurzschrecke. Okay, und der zweite Teil, den gibt's auch schon. Den könnt ihr in der ARD Mediathek schauen. Und nächste Woche bei YouTube. Aber wer ganz ungeduldig ist, der geht jetzt in die ARD Mediathek und schaut den jetzt schon. Es ist euch überlassen. Die Welt liegt euch zu Füßen. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht.